Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Freitag und ich bin noch nicht richtig wach. Oh Mann. 7 Uhr. Ich mich wundere, dass ich schon so früh wach bin. Ich bin gestern echt spät ins Bett. Verspätung, 12 Uhr. Halb eins. Oh. Ja. Und die Katzennerven, die wollen Futter. Heute gehe ich arbeiten, also zuerst gehe ich laufen, dann gehe ich arbeiten, dann fahre ich nach Hamburg und dann bin ich in Hamburg. Genau, das ist der Plan für heute. Mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal wie immer die Raubtiere füttern. Wer hat Hunger? Wer hat Hunger? Oh, sag mal was jetzt. Oh, Mann! Okay, ich fütter euch ja. Genau. Bis gleich. Tatscha! Nimmst du mal Felissi mit ins Wohnzimmer? Ich will nicht, dass sie Ja, aber die muss bei dir essen. Lissi. Nikita! Gremlin. Gremlin, komm. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das alles zubereitet habe. Und zwar nehme ich mit so Sticks, Gurkensticks und Tomatensticks, die habe ich mir gestern schon geschnitten. Apfel, 3 Kiwis, 1 Liter Orangensaft. Gestern Abend frisch gepresst. Tomaten, Auberginen, Dip, Dinkes, Spinat, Kiwi, Smoothie. Nehme ich sonst nichts mehr mit. Ja, noch Apfelmus und Kartoffelpuffer, die gerade noch in der Gefriertruhe sind. Und hier habe ich dieses Muskelmacher-Müsli mit Sojajoghurt und Äpfeln. Hallo, ich habe jetzt gerade gefühlt 2 Stunden mit meiner Mama telefoniert. Ich glaube nur eine. Und deswegen mal wieder den Sport sausen lassen. Aber ich gehe morgen mit Luise, das wird auch cool. Und Sonntag gehen wir einen langen Lauf machen. Ist auch okay. immer wenn ich die Vlogs drehe, mache ich keinen Sport. Das ist irgendwie. Ihr glaubt mir gar nicht bestimmt, dass ich noch Sport mache. Naja, auf jeden Fall hatten wir super interessante Themen, aber ich glaube, da erzähle ich euch gleich beim Schminken drüber. Und ja, ich habe jetzt hier so eine neue Zahnpasta, Alviana, aber irgendwie finde ich die nicht so toll. War günstiger und auch ohne Fluorid und vegan. Aber nicht so gut wie die von Santé. Ich mag die von Santé irgendwie lieber. Ja, ich putze mal Zähne. So, Zeit für Schminke, Schminke. Ja, und zwar hatten meine Mama und ich gerade so das Thema Arbeitsmoral und ja, wie man halt als Unternehmen auch ökologisch nachhaltig mit seinen Mitarbeitern umgeht. Was super schwierig ist, glaube ich, heute, weil auf der einen Seite muss natürlich alles schneller gehen,
Und auf der anderen Seite verheizt man ja seine eigenen Leute, wenn man immer, ja halt, wenn man versucht, möglichst alles schnell, schnell, schnell und mehr Leistung und mehr von allem, aber halt irgendwie, ja, wir sind halt alles auch irgendwie Menschen und das vergisst man, glaube ich, so ganz oft. Und ja, es ist halt, sie sieht es halt aus, also meine Mama hat ja ein Restaurant, sie sieht es halt aus Unternehmersicht und ich sehe das halt aus Arbeitnehmersicht jetzt im Moment. Und da kann man sich super gegenseitig irgendwie, ja, ergänzen und miteinander drüber reden, weil das gar nicht so leicht ist, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich, ja, bei all der Produktivität, die wir haben, darf man einfach nicht vergessen, dass wir alles einfach auch nur Menschen sind. Über dieses Thema könnte ich, glaube ich, stundenlang reden, weil es mich halt auch irgendwie beschäftigt. Und ich habe irgendwie so eine Vision, die habe ich schon länger. Ich weiß gar nicht, ob ich schon darüber reden will. Ja, von so einem Ding, was irgendwie alles vereint, was ich so mache. Die Mode und so, hatte ich irgendwo so eine Roomtour gesehen, so eine Ateliertour. Und da war der Laden auch das Atelier. Und das fand ich irgendwie total geil. So als Idee, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich jetzt zum Beispiel einen Laden hätte, in dem ich meine Mode mache. Und das aber auch irgendwie noch mehr ist. Es ist aber auch so ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo... Zum Beispiel, ich kenne ja so viele in Berlin, die vegan sind, da kann dann irgendwie, also es gibt dann so eine Liste, 30 Tage, und jeder kann dann halt einen Kuchen vorbeibringen, quasi, oder jeder, an jedem Tag soll jemand anders einen Kuchen vorbeibringen, zum Beispiel jetzt nur, und dann wird halt quasi so viel Geld dafür genommen, es wird halt ausgerechnet, wie viel Geld ich quasi brauche, um mir auch Lohn zu bezahlen und mein Modelabel zu bezahlen, den Laden und was halt die Kosten sind, die derjenige hatte, um das zu machen und auch die Arbeitszeit von dem, und dann bekommt er halt das Geld. Und so werden halt die Preise errechnet. Also ganz normal eigentlich, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Und dann gibt es aber alles, es gibt irgendwie, es wird ein Tag sein, wo Glauben behandelt wird als Thema. Dann gibt es einen Tag, an dem wird halt über, wenn verschiedene Leute über Mode reden, über... Ja, und das kann auch jeder irgendwie kommen und schauen, wie ich gerade arbeite, an was ich gerade arbeite. Und ich kann dann da auch Kurse anbieten vielleicht über nachhaltige Mode, wenn ich dann mal dann selber soweit bin. Genau, man kann dann natürlich auch meine Mode kaufen, man kann mitarbeiten, man kann... Ja, halt, das soll so ein Ort sein für Begegnungen. Und da ich halt immer... Es mir so schwer fällt, wie ihr auch auf meinem Kanal merkt, mich für ein Thema zu entscheiden, bin einfach ich das Thema. Irgendwie so, ja. Nein, also es ist auch keine fixe Idee, aber das ist so, was mir schon einige Zeit irgendwie im Kopf rumspukt, eine Woche oder zwei, und mich irgendwie nicht mehr loslässt, und das scheint mir irgendwie richtig zu sein. Ja, ich und Liedstriche. Ich weiß nicht. Wir werden keine Freunde, so richtig. Ja, ich freue mich, oh Mann, ich freue mich so auf Hamburg, ich freue mich echt so. Seit ich wieder da bin, hatten Luise und ich kein Wochenende alleine. Ich habe schon 4 Minuten geredet, oh mein Gott. Ich melde mich gleich wieder. Ich glaube, ich habe alles gepackt. Bestimmt nicht, aber ja. Eigentlich auch nicht so wichtig, dass man immer alles dabei hat, oder? Finde ich zumindest. Ich habe mir gerade die Asienbilder angeschaut. Ich will echt zurück. Echt. Ja, ja, aber so einfach ist das ja leider nicht, ne? Sonst kann ich es ja machen. Ich kann es auch so machen. Jetzt direkt ein Flugticket buchen und sagen... Tschüss. Ich bin raus. Ich mag nicht mehr. Ich bin dann mal weg. Darauf hätte ich wirklich Lust. Nicht, weil mir mein Leben nicht gefällt oder weil irgendwas... Nee, ich würde einfach zurück nach Asien. Weil... Ich weiß auch nicht. Ich muss irgendwie schauen.
wie ich das in Zukunft mache, weil ja, das Fernweh tut gerade wirklich weh. Ich will einfach nur zurück nach Asien. Hallo, ich bin fertig mit der Arbeit und es war wirklich ein sehr schöner Freitag. Es wurde gesagt, dass ich gute Arbeit mache und meine Chefin hat sich erkundigt, ob ich laufe, weil ich immer in Laufschuhen unterwegs bin. Ich habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr in den Schuhen laufen. Das ist leider wirklich so. Genau, jetzt laufe ich zum Fernbus. Und es gibt jetzt noch danach so ein paar Impressionen, aber ich, falls es nicht mehr reicht wie beim letzten Vlog, sage ich schon mal Tschüss und hoffe, dass euch mein Gelaber gefallen hat und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Aber wie gesagt, jetzt geht's zum Bus und dann nochmal zum Bus und dann bis nach Hamburg. Also schon im zweiten Bus geht's nach Hamburg. Ich freue mich total drauf.